Und damit schauen wir in den Bundestag zu Leonie von Rando. Leonie, dieser Besuch von dem türkischen Präsidenten Erdogan, wie wird der auch politisch diskutiert? Lena, der Besuch ist im Vorfeld ja heftig kritisiert worden von verschiedenen Seiten, gerade eben, weil sich der türkische Staatspräsident im Fall Israel ja sehr zweifelhaft verhalten hat. Er hat die Partei der Hamas ergriffen und darüber möchten wir natürlich auch sprechen mit Politikern. Ich habe jetzt hier bei mir den Vorsitzenden des Europaausschusses, Anton Hofreiter. Guten Tag, Herr Hofreiter. Guten Tag. Jetzt wird also dem Präsidenten Erdogan hier in Berlin der rote Teppich ausgerollt. Und das, obwohl er Israel als, Zitat, Terrorstaat bezeichnet hat und von der Hamas als Befreiungsorganisation spricht. Wie problematisch ist dieser Besuch in Ihren Augen? Der Besuch ist selbstverständlich problematisch. Aber in dieser schwierigen Zeit können wir heute nicht nur mit Staatschefs reden, die uns angenehm sind, deren Werte wir teilen, sondern wir müssen auch mit ganz problematischen Staatschefs reden. Die Türkei ist sogar Mitglied in der NATO und deshalb ist es notwendig, mit ihm zu reden. Aber es kommt halt darauf an, wie man mit ihm redet. Und ich habe die Erwartungshaltung an Olaf Scholz, dass er sehr klare Worte gegenüber Erdogan findet. Auf der einen Seite, was sein völlig inakzeptabler Umgang mit Israel angeht, auf der anderen Seite, was seine Unterstützung der Hamas angeht, aber auch selbstverständlich, was seine durchaus zweifelhafte Rolle angeht, wenn es um Russland und Putin geht. Nun hat sich die Bundesregierung ja sehr abhängig von Erdogan gemacht. Auf der einen Seite verlässt man sich auf ihn als möglichen Vermittler im Krieg zwischen Russland und der Ukraine, Stichwort Getreidedeal. Und auf der anderen Seite gibt es eben noch den Türkei-EU-Flüchtlingsdeal. Auch da sind wir abhängig von Erdogan. Hat man sich vielleicht zu abhängig gemacht? Das sagt jetzt unter anderem der Chef der Jungen Union und sagt, das war ein strategischer Fehler, das Flüchtlingsabkommen. Man muss klar sagen, dass die Union und auch die junge Union da sehr vorsichtig sein sollten mit Kritik. Erstens ist es unter der CDU eingeführt worden und zweitens macht die ständige aggressive Rhetorik der Union in Migrationsfragen das Türkei-EU-Abkommen umso wichtiger letztendlich, weil nämlich je aggressiver man in Deutschland und in Europa mit Migration umgeht, desto schwieriger ist es, diese Menschen zu integrieren und desto mehr Macht gibt man Erdogan. Wenn der junge Unionschef dieser Meinung ist, dann sollte er als allererstes mal Merz und Dobrindt kräftig auf die Finger hauen. Wie groß ist denn Ihre Sorge, dass es heute aber vielleicht doch zu einem Eklat kommen könnte, auch wenn man versucht, Erdogan ein Stück weit abzuschirmen und auch zum Beispiel nicht das Freundschaftsspiel morgen besuchen wird zwischen Deutschland und der Türkei, um eben möglichst keine Bilder zu provozieren, die dann noch Öl ins Feuer gießen? Ich hoffe, dass es zu keinem Eklat kommt. Erdogan ist in gewisser Hinsicht unberechenbar. Aber wie ich schon sagte, wir müssen auch mit ganz schwierigen Regierungschefs sprechen, weil nämlich in dieser schwierigen Welt ist es notwendig. Ich möchte noch auf eine andere Geschichte zu sprechen kommen, an der unsere Kollegen von Weltprint und Digital gerade dran sind. Und zwar geht es darum, dass sie mit internationalen Nachrichtendiensten gesprochen haben, die eben sagen, die Türkei sei der größte Helfer des Finanzierungsmanagements der Hamas. Deshalb jetzt die Frage, halten Sie es tatsächlich für möglich, dass türkische Banken an Geldbewegungen beteiligt sind und möglicherweise eben auch Terrorgelder durch Deutschland fließen, die an die Hamas gehen? Das muss man für möglich halten. Die Türkei ist einer der Drehorte für schwarzes Geld. Und man sollte eins nicht vergessen, dass aufgrund nicht ausreichender Bemühungen in den ganzen vergangenen Jahren Deutschland ein Geldwäscheparadies ist. Wir bräuchten da deutlich klarere Regelungen, um die Geldwäsche einzuschränken. Das ist insbesondere eine Anforderung, die man zum Teil ans Finanzministerium, aber zum Teil auch an die Union richten muss, denn da gibt es die größten Widerstände, dass man da den Finanzmarkt und die Banken klarer reguliert. Also müsste man gegebenenfalls hier auch Gesetze, Überwachungsmechanismen und dergleichen nachschärfen, damit man eben verhindern kann, dass Terror gegen Jüdinnen und Juden dadurch finanziert werden kann? Wie gesagt, Deutschland ist ein Geldwäscheparadies und es ist eine seit vielen Jahren bestehende Forderung der Grünen, dass die Geldwäscheregelungen deutlich verschärft werden. Und das ist etwas, was seit Jahren dringend notwendig ist. Da geht es um ganz unterschiedlichste Bereiche, von organisierten Verbrechen bis zu Terror. Und man kann deshalb leider in Deutschland nie grundsätzlich ausschließen, dass nicht
Gelder sozusagen hier bei uns gewaschen werden. Die italienische Mafia sieht Deutschland auch als einen der besten Orte zur Geldwäsche. Was bedeuten denn diese Verstrickungen der Türkei oder von türkischen Banken mit der Hamas auch für die Beziehung, für das Verhältnis von Deutschland zu Erdogan und zur Türkei? Also was für Konsequenzen müssen da vielleicht folgen? Ich glaube, man muss da noch mal genauer hinschauen. Man muss auch versuchen, da Konsequenzen draus zu ziehen, was letztendlich die Ermittlungstätigkeit angeht. Und man muss sich überlegen, ob das so weit geht, dass es notwendig ist, bestimmte Bereiche zu sanktionieren. Sagt Anton Hofreiter, vielen Dank für das Gespräch. Also doch sehr deutliche Worte jetzt kurz vor dem anstehenden Besuch des türkischen Staatspräsidenten, der ja mit Spannung, aber so gewiss eben auch mit ein bisschen Unbehagen beobachtet wird. Leonie, vielen Dank in den Bundestag.